Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Textit. Wir haben in der letzten Folge unseren schönen Speicherplatz hier gebaut für die ME-Laufwerke und gleichzeitig hier oben die Speicherbank gebaut, die schon eine 500.000 beinhaltet. Und da wir doch bald schon gegen Ende sind, also ich weiß gar nicht, wie viel noch drin ist, aber es wird bald leer sein, würde ich sagen, wir gehen schnell auf die Reise, da was Neues zu holen. Während ich weiter überlege, wie zur Hölle wir es hinkriegen. Wir holen es diesmal von draußen. Was? Oh. Wie wir es zur Hölle hinkriegen. Das ganze Redstone zu besorgen, weil Redstone ist problematisch einfach. Ist immerhin eines der problematischsten Rohstoffe, die wir aktuell brauchen oder benötigen. Und das ist nicht unbedingt was Gutes, weil wir brauchen es halt. Und wir kriegen es aber nicht. So. Jetzt tun wir den hier mal platzieren. Wir brauchen einfach massenhaft Lava. Und das Tolle ist, hier gibt es bald, also hier gibt es noch relativ genügend Lava, um unsere Maschine für einige Zeit am Laufen zu halten. Bloß mit 1.000.000 in der Rückhand, glaube ich, werden wir auch nicht unbedingt ewig auskommen. Klar, allein die Produktion von dieser Million, die wir da brauchen. So, dich nehmen wir wieder mit. So, wieder zurück. Oh, jetzt wieder darüber. Hier stehen sind wir aber auch nicht auf die schnelle Redstone vielleicht, oder? Wo sagen könnte schnell erreichbar. Ah ne, da waren wir schon. Ich glaube, da müssen wir neue Gebiete. Irgendwo Redstone wird es doch wohl geben. Also Redstone ist jetzt nicht eigentlich da der Rohstoff, wo man sagt, boah. Den hast du gefunden? Ne, ich noch nie. Redstone ist ja eigentlich das, was jeder hat. Im normalen Minecraft. Aber ich habe irgendwie nicht so viel davon. Schon wieder ist die Tür noch hin. Dreh dich um. So ist fein. Hopp. Und jetzt können wir den da drauf platzieren. Zack. Und er wird auch direkt wieder aufgefüllt, oder? Nee. Jetzt. Man hat gesehen, wir kriegen es auf jeden Fall gut aufgefüllt und da ist noch fast weitere 100.000 drin. Da war so viel rein, das ist der Wahnsinn. Dich zum auch erfüllen. So, jetzt tun wir noch ein paar Äpfel essen. Wir müssen jetzt echt überlegen, wie wir fortfahren. Weil wir brauchen Redstone und ich glaube nicht, dass man Redstone irgendwie herstellen könnte. Ansonsten wäre es echt geil. Redstone, wo bist du da? Aus Witches Heads. Okay. Redstone einmal. Ja, das ist verständlich. Den Pulverisierer kann man den zum Beispiel zuteilen. Aha. Mhm. Mhm. Ja, das wird halt problematisch. Also irgendwie gibt es es nicht unbedingt so, wie es bräuchte. Scrapbox. Okay, bedeutet, es ist 100% klar, dass wir auf die Suche nach Redstone gehen müssen. Sind wir für sowas überhaupt gescheit ausgerüstet? Das ist erstmal die andere Frage. Also platzmäßig schaut's kacke aus. Warte, hatte ich hier drin die Eier gelagert? Nee, die Eier habe ich hier gelagert, oder? Oh, und da passt auch nicht so viel auf den Stack drauf. Das
Treffer bedeutet, ich könnte rein theoretisch dich hier drin lagern. So. Und dich, du wärst so mein ein Weg, mit dem ich zum Beispiel, also wie war das? Ich kann dich in den Grinder packen. What? Wie viel kriege ich da raus? Viel? Ein Redstone, toll. Toll, dankeschön. Brauche ich nicht. Tschüss. Dann gehen wir doch nochmal. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns das zu essen. Essen wäre, glaube ich, nicht doof. Ein bisschen Gurken. Holen wir uns auch von draußen ein paar Gurken. Die sind ja sicher alle schon ausgewachsen. Da haben wir 12 Gurken mit. Hue. Wollen denn die Menschen von... Hm? Was ist jetzt passiert? Bum, 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 bum. Mach doch nicht einfach bum, 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 wenn ich nicht weiß, was, wenn man nicht weiß, was abgeht. Warum habt ihr noch 5 Videos? Ach so, ja, dieses Wochenende. Ich habe schon teilweise keinen Plan mehr, warum ich wann, warum, wie, wo, was Videos sind. Das ist echt aktuell problematisch mit der Masse, die ich produziere. Also, für meine Verhältnisse ist es ja... Verdammt! Ich hätte gern mein halbes Herz zurück. Und cool. Nö, nö. Oh, shit. Ich habe keine Chance. Rache sprintender giftiger Schwäche. Ich brauche einen Bogen für da unten. Warum ist es hier so ausgehöhlt? Vielleicht kriegen wir hier irgendwo noch... Habe ich euch erzählt, dass ich Höhlen eigentlich voll hasse? Was? Alter. Mag da nicht unten reingehen. Ich mag ganz... Wo komme ich eigentlich schon wieder her? Können wir hier unten weiter forschen? Vielleicht finden wir noch was. Ich bin guter Ding. Oh, diese Höhle. Das hängt doch alles sicher irgendwie zu... Ah ja, da bin ich am Bohren. Guck mal, da haben wir direkt in die Höhle gebohrt. Hallo? Redstone! Das ist ja wie gemacht für mich. Wenn du jetzt noch ein bisschen was mehr bist, außer 2, wäre ich dir zu Dank verpflichtet. Was soll ich da eigentlich gerade angreifen? Zinnohr und da Himmelstein? Das ist geladenes Wörter Quartz, aber ich brauche Redstone. Ich habe jetzt 12 Stück. Das würde vielleicht für den Anfang reichen. Alter, wie viele Diamanten sind da? Ich brauche aber keine Diamanten. Da ist sogar Gold. Aber ich brauche nichts davon. Ich brauche eigentlich nur was anderes. So, warte mal. Ich will hier nach oben. Das ist jetzt eigentlich nicht der Plan, aber okay. Ich will nicht eigentlich nach oben klettern. So. Das Quarz. Das Silbererz. Was ist das denn? Zinkerz. Warum habe ich denn hier echt schon wieder solche ekligen Viecher?
Ich hasse es. Ja, es, aber wir könnten, weil, wisst ihr, was wir eigentlich hätten machen können? An unseren nochmal von vorne. Hingegen, dass wir uns dauernd darüber beschweren, oder dass ich mich dauernd beschwere, dass wir keine Kisten haben, hätte ich einfach nochmal eine Eisenkiste machen können. In der ich einfach nochmal alles lagern kann. Wir haben jetzt unten tonnenweise Platz aktuell. Oder rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Dich brauche ich auch nicht, dich brauche ich auch nicht, die Eier auch nicht. Zack, 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 zack. Alles, was ich aktuell nicht wirklich brauche, kommt da rein. Sauberes Inventar. Schön. Trotzdem, jetzt wieder zu dem Thema, wo kriegen wir das Zeug her? Ich könnte da hinten eine Höhle mal probieren. Bedeutet, wir tun mal ein bisschen Holzkohle herstellen. Aber wir haben ja unsere schönen elektrischen Öfen für sowas jetzt. So, zack, hier runter. Und hier ran. Nach oben gucken. Oh, unsere Capacity Bank ist voll. 1 Million auf Lager. Hm? Bald eine 101 Millionen auf Lager. Komm, gib her. Tick, tick, tack, die Zeit wird knapp. Alles cool. Mit der kann ich mir jetzt ganz easy noch ein paar Lämmchen machen. Ist, wo holen wir uns eine Höhle? Eigentlich wäre da vorne vielleicht schlau, dass wir uns eine Höhle mal anschauen, weil da waren wir sicher noch nicht. Und vielleicht eine neue Diamantspitzhacke gleich mal anfangen. Dann machen wir, jetzt immer, ja, holen wir das. Tütüdü. Wir werden sicher noch mal eine Diamantspitzhacke da unten finden. Oder wir werden Diamantspitzhacke finden. Wir werden sicher Diamanten finden. Das meine ich. So. Aber es ist immer gut, eine zweite in der Hand zu haben. So. Hm? Ne? So. Dann nochmal zwei herstellen. Zack. Holz ist auch immer nicht doof auf der Hand zu haben. Und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Korn mit auf den Weg. Dann nehmen wir uns Gurken und Korn mit. Gurken und Mais. Da das die zwei meist wachsenden Sachen sind. Oder weil ich sie halt am meisten nutze. So, dann suchen wir uns noch eine schöne Höhle. Mal auf der anderen Seite des Flusses hier. Weil ich denke mir, da gibt es sicher auch schöne Höhlen. Wir müssen bloß die richtige finden. Wir brauchen tonnenweise Redstone eigentlich. Bloß wo kriegt man tonnenweise Redstone? Genau, das ist unser Weg hoch in die weite Welt. Eigentlich können wir uns auch immer so ein Zweitbett mitnehmen, wenn wir unterwegs sind. Aber naja, ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich spiele auch gerade aktuell wieder so zwischendurch mal ein bisschen Space Engineers und bin am vollen rumprobieren, weil ich einfach nicht gebacken kriege, das eine Energieteil zum Laufen zu kriegen. Ich bin im Spiel Survival Mode und bin auf dem Mond gelandet, habe Solarpanels, die auch Strom produzieren. Mein Ressourcenverbrenner, also der, den Stein zermalt, funktioniert, aber mein Assembly, also mein Zusammenbauteil, sagt, nee, kein Bock. Es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Warum leckt's? Das hört sich doch noch. Schaut sich doch noch an. Nach einer wirklich tollen Höhle an. Oh, scheiße, es wird Nacht. Gib mir eine Dreckshöhle, ich muss in eine Höhle. Hey, da ist eine Kuh. Ein Holsteiner. Und eine riesige Wand, aber keine Höhle, Jungs. Höhlen schauen anders aus. Okay, jetzt komme ich an den Stresspunkt. Oder soll ich mich einfach mal straight wo runter? Ah, da sind auch ganz viele Pferdchen wieder. Du willst mir jetzt hier ernsthaft erzählen, dass es hier keinen Höhleneingang gibt? Warte mal, hier gibt es einen Höhleneingang.
Nö, gibt's nicht, aber den nutzen wir jetzt einfach so. Wir können. Oh, fuck, da geht's ab. Und hier habe ich gerade da hingekommen, wo ich eigentlich nicht hin wollte, denn da wollte ich eigentlich zumachen. So. Alter, die gehen ab. Was sind denn das für miese Viecher? So, runter hier. Versuchen wir mal in den Tiefen von hier draußen vielleicht was zu finden. Wir brauchen echt den Bohrer wieder aktiv. Mit dem Bohrer wäre das sicherlich alles einfacher. Vor allem können wir dann riesige Gebiete einfach abmeinen. Auch wenn es nachher ausschaut, als ob das Alien sich gedacht hätte, oh, guck mal, lecker schmatzi, faxi. Aber ja, das waren dann doch wir, die Menschen. Naja. Warum kann ich wie in Space Engineers einfach aus Stein so die Grundsachen ein bisschen wenigstens rauskriegen? Das wäre prima. Prima wäre das, prima. So, jetzt erstmal kurz eine Kleinigkeit. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.